Beim Kunden angekommen werden zunächst die benötigten Materialien ausgeladen. Um die Satellitenantenne montieren zu können, werden zunächst einige Dachziegel entfernt. Der Dachsparrenhalter für die SAT-Anlage wird zusammengebaut und auf das Dach gebracht. Im Vorfeld wurde der Potentialausgleich realisiert. Die Potentialausgleichsleitung wird durch Leerrohre bis zum Dach gezogen. Die Antennenkabel für die vier Polarisationsebenen werden in der passenden Länge abgeschnitten, beschriftet und ebenfalls durch das Dach gezogen. Nach der Montage des Dachsparrenhalters wird dieser ins Lot gebracht und festgezogen. Die Kabel von jeder Antennendose im Haus werden nach oben gezogen und an den Multischalter angeschlossen. Dies gilt auch für die vom Empfangssystem, dem LNB, kommenden Antennenkabel für die vier Polarisationsebenen. Für den Multischalter muss eine Stromversorgung bereitgestellt werden. Die Satellitenantenne wird befestigt und mit Hilfe eines speziellen Messgerätes auf den Satelliten ausgerichtet, dessen Programme der Kunde empfangen möchte. Die Leitungen für die vier Polarisationsebenen werden nun an dem Empfangssystem angeschlossen. Die Installation auf dem Dach ist abgeschlossen. Um in den gewünschten Räumen einen Receiver anschließen zu können, muss jeweils eine Antennendose montiert werden. Nach Beendigung der Montage aller Antennendosen wird in allen Räumen die Signalqualität mit einem Messgerät überprüft, ob sie den Normen entspricht. Im Anschluss wird ein Messprotokoll ausgedruckt. Die Auftragsdurchführung ist somit abgeschlossen.